It's in your eyes. I can tell what you think. Weiterbildung. Eigentlich keine schlechte Sache. Einige meiner Mitarbeiter könnten wirklich einen Schubs in die richtige Richtung vertragen. Wer käme dafür wohl in Frage? Frau Meier? Herr Kruse? Vielleicht noch Frau Eifrig. Doch wen schicke ich nun auf welchen Lehrgang? Frau Meier hätte einen Computerkurs wirklich nötig, während Herr Kruse mal sein Englisch aufpolieren könnte. Und Frau Eifrig? Die soll doch nächsten Monat ihren Abteilungsleiter vertreten. Ein Managementkurs wäre also angebracht. Wenn sie sich gut anstellt, kann sie den Job dann nächstes Jahr gleich ganz übernehmen. Andererseits, Herr Kruse hat auch ständig Probleme, sich richtig einzulocken. Und Frau Meier könnte im Krankheitsfall für Herrn Blaumach einspringen, wenn sie nur etwas besser Französisch könnte. Wäre es da nicht sinnvoller, wenn ich... Oh mein Gott, zur Personalentwicklung gab es doch auch verschiedene Modelle. Ja, ich erinnere mich.